Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Eine neue Woche, ein neues Glück. Wir schauen mal, ob das wettertechnisch genauso stimmt. Ganz schön verschneit ist es hier in Alpbach hier zu sehen. Und der Wiener Rathausplatz natürlich. Und Sie sehen ja schon, die Christkindlmärkte, die haben schon hier eröffnet. Und hier ist es eigentlich überhaupt nicht irgendwie winterlich noch, die Stimmung zumindest. Aber ich meine, Punsch geht immer, oder nicht? Damit blicken wir auf die Wetterlage nach Europa. Und ein Tief wandert über Mitteleuropa nordwärts in Richtung Nordsee und hat Regen im Gepäck. Gleichzeitig kommt an dessen Südflanke bei uns wieder kühle Luft an und die Schnee die Schneefallgrenze, die sinkt auf 1100 bis 500 Meter. Weitere Regenwolken ziehen über den westlichen Mittelmeerraum und Italien hinweg. Was genau bedeutet dies nun für Österreich? Ja, vorübergehend wenig Regen und Schneefall, im Südwesten allerdings weiterhin angespannte Lawinen- und Hochwassersituationen. In Niederösterreich, Wien und in der Steiermark und im Burgenland kann es in der Früh etwas regnen, doch bald ist es überall trocken und auch die Wolken im Osten und Südosten, die lockern auf. Damit zu den nächsten 24 Stunden für Sie im Westen. Die bleiben durchaus verregnet. 8 Grad hier die Tageshöchstwerte, die Sie bis um die Mittagszeit erreichen. Und die Regenwolken, die sind ebenfalls mit dabei. Im Osten hingegen äußerst sonnig. Gestern waren es ja auch ganz milde Temperaturen. 16 Grad hier die Tageshöchstwerte, die Sie bis um die Nachmittagszeit erreichen. Die nächsten 7 Tage für Sie im Westen, die bleiben noch etwas verregnet. Morgen dann kommt die Sonne aber etwas durch, aber da wird schon ziemlich frisch in der Nacht, nur noch 1 Grad zum Beispiel hier am Donnerstag. Wie sieht das Ganze aus im Osten? Hier bleibt es noch etwas milder, aber Sie sehen schon, dann kommen auch hier die Wolken mit dazu. Die Nacht, die kühlt circa ab auf 6 Grad und das Wochenende, das bleibt ganz mild. So viel von der aktuellen Wetterlage, damit gehen wir jetzt in eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder retour.